Nicht ganz so schlimm wie Dave eben im Video, aber vielleicht ähnlich ging es den Jungs von Camouflage. Waren sie doch eine Zeit lang in der Anonymität verschwunden. Ein Grund mehr, die Jungs nach dem Stand der Dinge zu fragen. Wir trafen sie beim Konzert in Berlin im Postbahnhof. Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit Schwarz-TV und heute habe ich für euch die Band Camouflage. Stellt euch mal vor. Hallo, ich bin Markus und Sänger der Band. Hallo, ich bin Olli und spiele E-Schlagzeug, Keyboards und singe auch ab und zu. Jetzt gibt's euch ja schon ganz, ganz lange. Jetzt würde ich doch mal, dass ihr unseren Zuschauern mal erzählt, wie ihr denn angefangen habt, was eure ersten Momente waren. Einfach mal einen Schwung aus der sogenannten Jugend erzählen. Also unsere Band gibt es seit 1983. Damals gingen wir zum Teil noch zur Schule. Und wir haben dann angefangen, zusammen Musik zu machen, haben angefangen, zusammen Kassetten aufzunehmen als Band, haben die verschickt und haben irgendwann einen Radiowettbewerb gewonnen und haben dann 1987 unsere erste Single veröffentlicht, The Great Commandment, haben dann ein Album gemacht, das international sehr erfolgreich war, haben dann ein zweites Album gemacht mit der ersten Single, die hieß Love is a Shield. Und diese beiden Songs sind, glaube ich, Teil jeder 80er Compilation, die man jemals in die Finger bekommen hat. Also das sind so die absolut bekanntesten Songs, die laufen heute auch noch sehr, sehr viel im Radio. Wir haben danach, also wir machen bis heute Musik, haben insgesamt bisher 7 Alben gemacht, jetzt im August gerade das neueste, Relocated heißt das. Und sind nach wie vor international unterwegs, sind gerade auf Tour, sitzen hier in Berlin im Backstage vom Postbahnhof, am Ostbahnhof und hoffen, dass euch das gefällt, was wir so machen. Don't come.
Das habe ich ja gehört, ihr habt 93, ist das richtig, die letzte Tour gemacht? Nee. Nicht? 2003. 2003, aber es war mal die Rede, ihr habt mal in einer ProSieben-Serie den Titelsong gehabt. Ist das richtig? Ja, das war 2000. Ja. Wisst ihr noch, wie die Serie hieß? Also das war nicht der Titelsong der Serie, sondern das war der Titelsong für die Betrailerung von Elias, dieser Serie auf ProSieben. Und das war 2003 mit unserem letzten Album Sensor, die erste Single Me and You. Und ProSieben hat das so gut gefallen, die haben das über diese normale Kampagne, die man da mit einem Sender macht, darüber hinaus noch ewig lange gespielt. Also es war richtig super. Gut, jetzt beginnt ja eure Tour. Heute seid ihr in Berlin. Wo geht ihr denn danach hin? Was kommt denn jetzt noch alles? Eigentlich ist es das Ende, oder nicht ganz, das Ende der Deutschland-Tournee. Wir spielen morgen noch in Gera. Und dann haben wir einen Monat Pause. Und dann geht's weiter in die Türkei. Ja, wir spielen genau am 3.11. spielen wir noch in Hannover. Und dann spielen wir in Türkei, in Slowakei, in Russland. Und so weiter, also bis Ende des Jahres dann. Man kann sich so einen kleinen Eindruck kann man sich auf unserer MySpace-Seite mal angucken. Und da wiederum sieht man dann ein paar Filmchen von uns auf Tour. Sehr lustig. Vielleicht mal ein paar Eindrücke erzählen, was Sie so erlebt haben, was eure lustigsten Momente sind, weil das ist doch das, was die Zuschauer immer sehr interessiert. Also weitermachen werden wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, jetzt kommt ja erst noch diese Live-Platte raus und Live-DVD. Dann wird es nächstes Jahr auch eine sogenannte Rare Tracks-Platte von uns geben, also irgendwelche B-Seiten oder Sachen, die bisher unveröffentlicht sind. Wir hatten auf der Tour zum Beispiel ein sehr lustiges Erlebnis, da hatten wir einen Tag frei und unser Bus parkte vor dem Hotel und ausgerechnet ein Allianz-Versicherungsvertreter vergisst bei seinem nagelneuen 3er BMW-Kombi die Handbremse anzuziehen und dieser Wagen rollt über 30 Meter den Hang runter und knallt volle Socke bei uns hinten in den Busanhänger rein. Also das war schon ein sehr skurriles Erlebnis. Und das ist im Kurort? Ja, das war nicht irgendwo in Köln oder so, sondern in einem wirklich idyllischen Kurort. Macht auf einmal Bang. Ja, das ist echt der Hammer. Ja, vor allem, ich meine, unser Bus, der stand so auf halber Strecke zu einem Rentnercafé. Da war an diesem Tag, als wir dort waren, war deutscher Reha-Tag in dieser Stadt. Und ganz ehrlich, wenn dieser Bus nicht da gewesen wäre von uns, wäre dieses Auto schnurstracks in die Fußgängerzone, in dieses Café reingesammelt. Also da hätte ganz schön was passieren können. Aber wir haben das natürlich extrem mit Humor genommen, weil wir seit diesem Unfall einen extra LKW gezahlt bekommen, der unser ganzes Equipment fährt. Und das ist natürlich sehr angenehm. Wollt ihr denn euren Fans nochmal was auf den Weg geben? Ja, wir waren gestern in Dresden und haben dort mit 1000 Wahnsinnigen, die mit uns eine Riesenparty gefeiert haben, eine sehr, sehr schöne Live-DVD aufgenommen und ein Live-Album. Das kommt dann im Frühjahr 2007 raus und jeder, der es jetzt leider verpasst hat, uns live zu sehen, der sollte dort mal reinschauen. Dann wünsche ich euch weiterhin alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und so, ihr habt gehört, die neue DVD kommt raus, die neue CD ist draußen und ja, hört mal rein. Danke. Tschüss.